Moin und Servus, verehrte Freiläufer. Dieses Video ist ein Zweiteiler. Den Link zum ersten Teil findet ihr in der Beschreibung und es macht ziemlich viel Sinn, sich den ersten Teil anzugucken. Erstmal danke für die vielen, vielen Kommentare im ersten Teil. Ich glaube, ich habe da einen kleinen Nerv getroffen. Viele haben gesagt, endlich sagt mal jemand, was da überhaupt Phase ist mit Ballengang oder Fersengang. Hat mich sehr gefreut. Dann kam oft die Frage, ja, wie geht man denn dann jetzt richtig über die Ferse? Ganz allgemein, kleine Schritte, kurze Schritte, weicher Gang. Im Detail ist das sehr, sehr schwer, finde ich, über ein Video das zu erklären und zu zeigen. Ich bin der Meinung, das gehört ins Coaching oder in einen Workshop. Deswegen sucht euch vielleicht jemand aus unserer Schmiede, der bei uns die Ausbildung gemacht hat oder kommt direkt zu uns. Eine kleine Klarstellung, das, was ich gezeigt habe in dem Video an Bewegung, also als ich da auf dem Laufband stehe, ist nicht gehen und ist nicht laufen. So laufe ich nicht und so gehe ich nicht. Da sind die einzelnen Bewegungen sehr zerlegt und teilweise sehr deutlich dargestellt, um die grundlegenden mechanischen Mechanismen darzustellen. Der Ballengang ist die natürliche Art zu gehen. Punkt. Ende der Argumentation meistens. Die große Frage ist, was ist denn überhaupt natürlich? Wann hört natürlich auf oder wann beginnt natürlich? Gute Frage. Als Homo sapiens, als Jäger und Sammler, waren wir sehr wahrscheinlich vor allem so erfolgreich, weil wir extrem effizient gehen und laufen können. Das nehmen viele Wissenschaftler an, dass das ein wirklicher Selektionsvorteil für uns Menschen war. Denn als Jäger und Sammler machen wir was? Jagen und sammeln. Und das heißt vor allem viele Kilometer am Tag zurücklegen. Man geht davon aus, dass man so als Jäger- und Sammlerkultur 10 bis 30 Kilometer im Schnitt pro Tag zurückgelegt hat. Wenn ich das sehr effizient kann, habe ich einen großen Vorteil gegenüber anderen. Und wir wurden sehr effizient. Wir sind eine der effizientesten Spezies, wenn es um lange Strecken auf der Erde geht. Da kann uns kaum jemand was vormachen. Alle Studien zu diesem Thema, ich benenne sie jetzt nicht einzeln, findet ihr in einem Blogbeitrag. Der Link ist in der Beschreibung. Da findet ihr nochmal alles, was ich jetzt bespreche und auch die jeweiligen Referenzen und Studien dazu. Es gibt zu der Effizienz zwischen Fersen und Ballengang leider nur eine Studie von Cunningham et al. Von 2009, die untersucht hat, wie viel Energie verbrauchten Probanden, wenn sie über die Ferse gehen, im Vergleich zu dem, wenn sie über den Vorfuß gehen, also Ballen gehen. Es kam tatsächlich heraus, dass die über den Ballen gehen, bis zu 53% mehr Energie brauchen für die gleiche Strecke. Das ist natürlich eine wahnsinnige Zahl und wenn man jetzt diese Zahl wirklich annimmt und das auf die Evolution adaptiert, könnte man sagen, okay, Ballengang definitiv nicht für uns Menschen gemacht. Diese Probanden sind aber angeleitet worden zu sagen, geht jetzt über den Ballen und dann kann man natürlich auch sagen, das ist eine ungeübte Bewegung und eine ungeübte Bewegung ist erstmal auch per se ineffizienter, wenn sie nicht rund läuft. Trotzdem sind 53% wahnsinnig viel. Es fehlen leider weitere Studien, die das dann halt auch wirklich belegen. Und selbst wenn man nur 15% mehr Energie über den Ballen brauchen würde bei einem geübten Ballengänger, über die Evolution, über die Strecken, die wir als Jäger und Sammler zurücklegen, wenn man das hochkumuliert auf Wochen, Monate, wird das nicht möglich sein. Wer noch Studien hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe bis jetzt leider noch nicht mehr dazu gefunden. Es wird ja auch immer behauptet, dass man, wenn man über die Ferse geht, quasi direkt auf dem Knochen landet. Das ist totaler Bullshit, denn klar, wenn man sich das Skelett anguckt, dann lande ich hier aber auch direkt auf dem Knochen. Also das ist totaler Quatsch. Man muss sich natürlich schon auch das Gewebe drumherum angucken. Und wenn man sich das Gewebe, das weichere Gewebe drumherum anschaut, dann wird man feststellen, wir haben sehr ausgeprägte Fettpolster unter unserem Fuß, unter dem Skelett, und zwar da an der Ferse und vorne am Ballen und am großen Zeh. Das sind die großen Fettdepots. Baufett ist das, also damit, wo der Körper Strukturen baut, nicht das, womit er Energie speichert. Ganz ausgeprägt ist das Baufettpolster unter der Ferse. Unter der Ferse, nicht da hinten. Da hört es irgendwann auf. Also wenn wir einen
großen Ausfallschritt machen oder so einen Stechschritt, dann wird es irgendwann hart. Aber unter der Ferse, da ist es schön weich. Das heißt, wenn wir auch mit einem kleinen Schritt nah am Körper, zwar vom Körper weg, aber trotzdem kleinschrittig sind und unter der Ferse landen, dann ist da reichlich Polster, um den ersten Stoß da auch zu dämpfen vernünftig. Da muss man sich nichts vormachen. Also da auch zu tricksen und zu sagen, mach mal schön großen Schritt hier und dann au, au, au hinter der Ferse, das ist Quatsch. Man muss schon auch irgendwie gucken, da ist ein Polster. Es hat sogar eine Kammerstruktur und kann sich so zur Seite hin aufmachen und geht dann wieder zusammen. Es ist ein wahnsinns geiles Teil eigentlich, wenn man sich das anguckt. Ich finde das faszinierend. Puh, so, Naturvölker. Ja, was ist ein Naturvolk? Also irgendwie Menschen, die habituell barfuß gehen, die kann man am besten untersuchen, also die ihr Leben lang barfuß unterwegs sind und halt nicht durch Kultur oder durch Schuhe oder durch irgendwas gestört wurden in ihrer Gangesentwicklung. Und da gibt es natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich habe vor allem mal gerne Vorkriegsliteratur genommen, also so Literatur von 1900 und davor. Warum? Weil da die Chance groß ist, dass diese Menschen wirklich noch wenig oder gar nicht mit der westlichen Kultur in Berührung gekommen sind und die keine Schuhe getragen haben, wirklich barfuß unterwegs waren. Diese Beobachtungen, die habe ich vor allem herangezogen in meine Recherchen. Und das ist zwar wenig Bildmaterial, aber oft gibt es halt Beschreibungen, wie diese Menschen gehen und wie die Füße auch so aussehen. Und es gibt keinen, wirklich keinen Hinweis in der Literatur, die ich dazu gefunden habe. Das heißt nicht, dass ich alles gefunden habe, darauf, dass Menschen ausschließlich über den Ballen gehen. Also, dass diese Menschen ausschließlich über den Ballen gehen. Es wird entweder nicht erwähnt, und dann kann man davon ausgehen, dass es den Forschern, die aus dem Westen kamen und in ihrem schlechten Fersengang unterwegs waren, dass denen das nicht aufgefallen ist. Deswegen haben sie es vermutlich nicht erwähnt. Oder es wird explizit gesagt, dass wenn die aufsetzen, dann setzen die da so auf mit der Ferse. Und also wenn man wirklich den Gang detailliert analysiert hat von diesen Barfußvölkern, dann wird immer über den Fersenaufsatz gesprochen. Es gibt noch ein weiteres schönes Indiz dafür. Ihr kennt vielleicht diesen Laetoli-Fußabdruck. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Also den ganz alten Fußabdruck von einem Australopithecus afarensis. Also einem unserer evolutionären Vorgänger. Das sind so ein paar Schritte. Und man sieht auf diesen Scans von diesem Abdruck sehr deutlich, also der ist wie gesagt ein paar Millionen Jahre alt, dass dieser Australopithecine mit der Ferse zuerst gelandet sein muss, weil er sehr tief mit der Ferse in das Substrat eingetaucht ist und dann rollt er über den Untergrund zum Ballen hin. Würde er zuerst mit dem Ballen aufgesetzt haben, wäre der Abdruck hinten an der Ferse nicht so steil und nicht so tief. Wir haben uns vom Australopithecin entwickelt über unseren Stammbaum hin zum Homo sapiens. Und das wäre jetzt auch komisch, wenn wir Homo sapiens als einzige Art in diesem Stammbaum irgendwann zum Ballengänger würden. Mir ist ganz wichtig, dass man da auch differenziert. Ich würde überhaupt gar nicht sagen, dass es einen Fersengänger und einen Ballengänger gibt und dass wir Fersengänger und Ballengänger sind. Ich würde immer sagen, es gibt beides und wenn man sich Naturvölker anschaut, die zum Beispiel durch einen Busch gehen, dann kommt da beides vor. Sobald der Untergrund relativ eben ist, gehen die über die Ferse. Sobald das Terrain irgendwie ein bisschen uneben wird, kommt da auch der Ball mit rein. Wenn ihr auf der Straße geht, dann kann man sehr, sehr locker und entspannt und kleinschrittig über die Ferse gehen. Bin ich in unwegsamem Terrain, Steine, was auch immer, dann brauche ich auch den Ballenaufsatz, um mich zu stabilisieren. Und das finde ich extrem wichtig. Kontext ist King. Das ist ganz wichtig. Ich kann das nicht ohne den Kontext betrachten und ohne den Untergrund, auf dem ich gehe. Wenn ich seitlich gehe, gehe ich über den Ballen. Ist ganz klar, weil ich dann einfach eine höhere Fallhöhe habe. Wenn ich eine Treppe raufgehe und mein Knie nach oben hängt, wie beim Laufen, dann hängt der Fuß runter, dann werde ich auch über den Ballen gehen. Treppe ist jetzt vielleicht auch nicht so die natürlichste Art unserer Fortbewegung, das mal dahingestellt. Aber jetzt ein Fels hoch zum Beispiel, werde ich auch über einen Vorfuß eher machen. Tut mir bitte einen Gefallen und lasst per se diese zwei Kategorien, Fersengang und Ballengang. Ich halte das für Quatsch. Ich würde sagen, wir können beides. Und es hat beides seine Anwendung, wenn wir es brauchen. Und unser Fuß bzw. unser Bewegungsapparat
mit Nervensystem dabei, ist so intelligent, dass er automatisch wählt, ob wir über die Ferse gehen oder über den Vorfuß. Wenn wir wirklich mal den Körper machen lassen und nicht drüber nachdenken, dann passiert das automatisch. Alles dabei. Ferse, Vorfuß, wunderbar. So, wir haben noch ein paar Argumente. Mal zusehen. Schreitreflex kommt immer wieder gerne. Das gehört zu so einem Test, den man, glaube ich, heute gar nicht mehr macht. Hält man die Babys hoch und lässt sie so auf den Boden berühren und dann setzen die Babys als allererstes mit dem Vorfuß auf. Was sollen die aber auch anderes machen? Also die haben noch gar nicht die Anatomie überhaupt, den Fuß so anzuziehen, da irgendwie eine Dorsalflexion aufzubringen. Der Fuß hängt einfach nur platt runter und dann setzen die halt aus dem Reflex, machen die da so ein paar Schrittchen. Sehr wahrscheinlich kommt dieser Reflex daher, damit sie sich, wenn sie im Mutterleib an die Bauchwand, an die Bauchdecke geraten, damit sie sich dadurch fortbewegen. Der geht nämlich auch wieder weg. Also der ist nur ein paar Wochen da und ist dann auch wieder verschwunden. Die Sache mit dem Aufprall, dem hörbaren Stoß. Eine Sache, probiert es gerne mal aus, wenn ihr auf harten Untergründen lauft, barfuß, komplett barfuß. Und ihr habt jetzt vielleicht so ein Tempo von 10 km/h oder sowas. Dann macht mal die Ohren zu. Haltet euch mal die Ohren zu und guckt mal, ob das wirklich ganz, ganz leise ist. Es wird in der Regel nicht so sein. Auch da werdet ihr einen Stoß hören. Ich finde diesen Versuch sehr populistisch, weil es schnell suggeriert, oh Stoß, oh hörbar, das ist schlecht. Vielleicht ein Gedanke dazu. Unsere Knochen und unsere Knorpel brauchen Belastung, um gesund erhalten zu bleiben. Da haben Astronauten richtig Probleme mit, wenn die keine Gravitationskraft oder wenig Gravitationskraft haben, dass sie überhaupt Knochenmasse erhalten. Muskelmasse sowieso, aber auch Knochenmasse. Unsere Osteoblasten, also die Zellen, die Knochenstruktur aufbauen, die Knochenmasse aufbauen, die reagieren auf Stoß und Vibration. Und Vibration kommt vor allem durch Schock. Ja, also wenn ich mit dem Stift oder mit dem Stock das mache, dann geht eine Stoßwelle durch diesen Stift durch. Wenn ich mit der Ferse lande, wenn ich mit dem Fuß lande, geht eine kleine Schockwelle durch meinen gesamten Körper, führt aber im Endeffekt dazu, dass diese Zellen darauf reagieren und Knochenmasse aufbauen. Auch Knorpelzellen reagieren auf Stoßbelastung. Die brauchen beides. Stoß und Entlastung. Belastung, Entlastung. Dann werden die richtig schön mit Nährstoffen versorgt und dann bleiben Knorpelzellen auch erhalten. Im besten Fall, wenn sie im ganzen Gelenk durchbewegt werden. Also Stoß ist erstmal nichts Schlechtes. Natürlich kann das irgendwann zu viel werden und dann kann das vielleicht auch problematisch für die Knochen- und Knorpelstruktur werden. Aber generell zu sagen, ich will keinen Stoß mehr bei mir im Körper haben, ich will da keine Schockwelle drin haben, halte ich für nicht tragfähig. Wir haben diese wunderbare Messdruckplatte hier bei uns in der Academy und da kommt jeder Teilnehmer drauf und da kann man ganz gut Spannungsverhältnisse und Druckverhältnisse im Fuß sehen, die man so optisch halt von außen nicht unbedingt erkennen kann. Viele Ballengänger, oder ich muss eigentlich sagen, fast jeder Ballengänger, der zu uns kommt und erzählt, er geht immer Monate oder Jahre schon Ballengang. Viele haben auch schon Workshops besucht oder haben das halt sich auf YouTube versucht anzueignen. Die haben dieses Fußdruckbild. Und dieses Fußdruckbild ist das Druckbild eines Hohlfußes. Das heißt, hier im Mittelfußbereich ist kein Druck drauf. Das heißt, der Fuß steht sehr unter Spannung. Das lässt sich auch eigentlich einfach erklären, denn jeden Schritt, den ich abdämpfe, da muss die Muskulatur, das myofasziale Gewebe viel mehr arbeiten, als wenn ich über die Ferse rolle. Das heißt, ich habe positiv formuliert bei jedem Schritt ein stärkeres Training für den Fuß, fürs Fußgewölbe. Negativ formuliert könnte man jetzt aber halt auch sagen, mit dem Bild zumindest, was sich dann daraus ergibt, der Körper passt sich an und ich habe eine Tonuserhöhung bzw. eine Spannungserhöhung dann im Fuß und dann halt so ein Hohlfußbild am Ende oder nach Monaten oder Jahren. Kinder fangen an, im Ballengang zu gehen, lernen das Gehen im Ballengang. Und dadurch, dass wir das alle schlecht machen, wir Erwachsenen, gucken sie sich das von uns ab und verfallen dann leider auch in den Fersengang. Das ist die traurige Behauptung. Ist aber erklärbar, dass sie irgendwann vom Ballen auf den Fersengang wechseln. Warum? Nur so ein paar Dinge. Kinder werden mit einer gebogenen Wirbelsäule geboren. Das ist quasi, wie ich immer sage, die Reiseform von Babys, ne, damit sie auch in den Mutterleib passen und wenig Platz wegnehmen, ist die Wirbelsäule halt
gebogen. Da fehlen die Lordosen, die uns letztlich zu einem aufrechten Geher und Läufer machen. Diese Lordosen entwickeln sich über ein paar Jahre nach und nach in der infantilen Entwicklung und die Kinder sorgen auch mit Überstrecken des Halses, mit Überstrecken der Lumbalwirbelsäule selber dafür, dass sich diese Lordosen irgendwann dann ausprägen. Das heißt, Kinder hängen mit ihrem Körperschwerpunkt erstmal so ein bisschen nach vorne. Zudem haben sie einfach ein anderes Verhältnis von Unterkörper und Oberkörper. Die Beine sind im Verhältnis immer kürzer als der Oberkörper ist länger und sie haben den großen Kopf, der da oben hängt, der viel, viel größer ist im Verhältnis als unser Kopf zu unserem gesamten Körper. Auch da heißt es, sie haben den Kopf da hängen mit der C-förmigen Wirbelsäule und der gesamte Körperschwerpunkt hängt weiter vorne als bei uns. Und dann gibt es noch einen anatomischen Unterschied. Die Beinaufhängung ist eine komplett andere. Ihr wisst alle, dass Kinder sehr, sehr beweglich sind. Die können sich mit dem großen Zeh die Ohren sauber machen. Das können die wenigsten Erwachsenen. Und das hängt einfach auch damit zusammen, dass sie so ein bisschen affenähnliche Beckenstruktur haben. Also das Becken ist sehr seitlich noch orientiert und die Beine hängen da so ein bisschen seitlich dran. Das heißt, wenn die gehen, dann haben die einen sehr breiten Gang, eine sehr breite Spur. Ja, die Beine sind sehr weit oder die Füße sind sehr weit voneinander entfernt. Das verändert sich irgendwann auch wieder mit der Entwicklung, dass die Spur nach und nach immer enger wird, die Füße nebeneinander aufsetzen und die Beinachsen irgendwann von einer fast geraden Beinachse, die so links und rechts neben dem Becken hängt, hin zu so einer Diagonalen. Kinder können auch nicht auf einem Bein stehen. Das können sie nicht, weil ihre Beine so gerade sind. Wenn sie das Bein hier wegnehmen, dann kippen sie um. Und wie lernen Kinder gehen oder wie fangen sie an zu gehen? Sie pendeln nicht mit den Beinen so schön nebeneinander wie wir Menschen. Sondern sie ziehen einfach nur ein Knie hoch von einer Seite. Und dann fallen sie so ein Stückchen nach vorne und fangen sich mit dem Fuß wieder auf. Das ist kontrolliertes Fallen letztlich. Und immer wenn wir so einen Ausfallschritt irgendwo machen, dann werden wir uns mit dem Vorfuß auffangen. Auf dem Vorfuß zu landen ist, by the way, auch immer stabiler. Ich habe hier viel mehr Fläche und ich habe direkt eine Verspannung auch in dem Fuß. Ja, über die Ferse gehen ist eigentlich der lockerere Gang, ja, weil ich der Fuß kann ja so ganz locker nach vorne fluppen und die Struktur kann sich aufmachen. Über den Ballen gehen heißt, ich habe sofort eine Verspannung. Diesen Formschluss hier, das macht alles sofort zu. Dadurch bin ich stabiler. Und als Kind würde ich natürlich die stabilere Variante vorziehen. Mal abgesehen davon, mit dieser breiten Beinachse könnte ich überhaupt nicht über die Ferse gehen. Und das verändert sich nach und nach mit den Jahren, dass die Beinachsen sich verändern und damit auch irgendwann der Fußaufsatz. Ich kann nur über die Ferse gehen, wenn ich auch wirklich meine Füße nah beieinander habe und halt eben eine enge Spur habe. Ich finde das schon hart, dass diese Theorie des Ballengangs über alle Kanäle, über YouTube, Blogs natürlich sowieso, aber auch in offizielle Gesundheits- und Fitnessmagazine von Barfußschuhherstellern wird es weitergetragen. Es hat überall Einzug gehalten. Alle übernehmen das. Von vielleicht vor ein paar Jahren, so ein paar Leuten, die das irgendwie propagiert haben. Und keiner hinterfragt es. Aber es ist ja auch so schön. Es wäre ja so schön, wenn wir hier wirklich der Inner Circle sind, die Erleuchteten, die die Wahrheit sehen, den natürlichen Ballengang und alle anderen da draußen, die Fersengänger, die haben es alle nicht verstanden. Die machen sich da draußen alle kaputt. Und wir hier, wir wissen, was Phase ist. Wir wissen, wie es läuft. Wir wissen, wie man richtig natürlich geht. Das ist natürlich so ein bisschen esoterisch, ne? Der Inner Circle. Und wir haben es verstanden. Das finde ich per se immer schon schwierig, wenn es so einen Inner Circle gibt und wenn es dann auch irgendwie ja, so eine Abtrennung geht zwischen Fersengänger und Ballengänger. Ich stelle gerne bei unseren Läufern, wenn wir sie umgestellt haben oder wenn wir sie aufs Barfußlaufen optimiert haben, immer die Frage, wie fühlt sich das an für dich? Und wenn die Antwort ist, fühlt sich besser an als vorhin noch, was auch immer vorhin war, dann kann das ja schon mal nicht falsch sein. Dann hat man ja schon mal irgendwas erreicht. Und es ist egal, wer euch da was erzählt. Ein YouTuber oder ein Buchautor oder ein Arzt oder was auch immer. Wenn ihr merkt, es fühlt sich nicht richtig an, nicht gut an, würde ich es nicht machen. Vertraut eurem Gefühl. Vertraut euren Instinkten.
Ich weiß, dass das manchmal schwer ist und viele holen sich von mir auch so oft eine Bestätigung, ob ihr Gefühl richtig ist. Das ist auch in Ordnung, wenn man sich das bestätigt. Aber gegen sein Gefühl zu handeln und etwas zu machen, was sich eigentlich nicht gut und richtig anfühlt, das halte ich für einen Fehler. Auch wenn es Menschen gibt, die sagen, du musst das so machen. So, es ist spät. Kanal abonnieren oder auch nicht, macht was ihr wollt, ist mir egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine grandiose Woche. Wir sehen uns am nächsten Montag. Macht's gut, ciao, euer Emanuel.